Sven Schulze, Mitglied des Landtags am Scharpeck und unseren Landrat Götz Ulrich. Zum Bürgermeister ist auch da. Dann herzlich willkommen unserem Politprominenten. Wir wollen Sie doch alle sehen. Dann würde ich sagen, dass wir mal unserem Landrat mal... Ach so, die ballern ja draußen auf unsere Zeit zur Schütze. Ich glaube, unserem Landrat mal das Wort, einige Worte an Sie zu richten. Bitte schön! Ja, besten Dank, liebe Zeitzerinnen und Zeitzer. Mein Name ist Götz Ulrich. Sie sehen mich heute hier in einem Trachtenjanker. Meine Frau hat mich auf der Herfahrt gefragt. Sag mal, Götz, wann hast du den denn das letzte Mal angehabt? Hab gesagt, naja, das muss ungefähr 15 Jahre her gewesen sein. Damals haben wir noch in Bayern gewohnt. Wir waren fast 10 Jahre lang in Bayern, genauer in Franken. Und da gehört ja sowas zur Ausstattung und deshalb passte das ganz gut, dass ich da nochmal in meinen Schrank greifen konnte, um diesen Trachtenjanker für das 3. Oktoberfest und für Sie anzuziehen. Ich hoffe, der gefällt Ihnen auch, meine Damen und Herren. Ansonsten freue ich mich natürlich, sehr geehrter Herr Bürgermeister Henrik Otto, dass ich hier in Zeitz zum ersten Mal zum Oktoberfest sein darf, obwohl das schon das 3. Oktoberfest ist. Ich bedanke mich auch sehr bei der Firma Hexel und bei Herrn Exler für die Einladung zu diesem Fest. Und ich freue mich, lieber Sven Schulze, dass du hier bist bei uns im Burgenlandkreis. Wir haben ja hier auch an der Stelle auf diesem Platz der Deutschen Einheit schon einige Kämpfe hinter uns gebracht. Schön, dass du wieder hier bist. Und meine Damen und Herren, es ist ja völlig klar, wenn Oktoberfest ist und wenn ein Landrat eingeladen ist, dann muss der auch ein Freibier verkünden. Das werde ich aber erst dann machen, wenn das erste Freibier ausgeschöpft ist, dann komme ich noch mal zum Zuge. Also gedulden Sie sich ein wenig noch. Und ich gebe jetzt erstmal weiter an Sven Schulze oder an unseren Europaabgeordneten. Lieber Sven, bitteschön. Ja, liebe Freunde hier in Zeitz, ich komme hier super gern her, weil ich vor einigen Monaten hier ein paar Meter weiter gestanden habe, noch als relativ unbekannter junger Mann, Ingenieur aus dem Harz. Ich habe darum geworben, dass Sie mich auch in Zeitz wählen, ins Europäische Parlament für Sachsen-Anhalt. Das ist gelungen. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Sicherlich auch beim Landrat Götz Ulrich, auch bei der CDU hier vor Ort und bei vielen, vielen anderen Menschen, die gesagt haben, wir brauchen jemanden aus Sachsen-Anhalt im Europäischen Parlament. Und ich finde das toll, dass ich dort jetzt sein darf. Platz der Deutschen Einheit, vielleicht noch zwei Worte dazu. Ich habe gestern mit der Kanzlerin, mit dem Bundespräsidenten und mit vielen Menschen aus Sachsen-Anhalt in Hannover verbracht. Wir hatten einen tollen Tag und wir hatten viele, viele gute Erinnerungen an diese Zeit des Umbruchs. Und ich finde es toll, dass ich heute hier auf dem Platz der Deutschen Einheit in Zeitz stehen kann und mit Ihnen einige Stunden verbringen kann. Ich habe gerade, als ich hier angekommen bin, gefragt, Mensch, was macht man hier am besten? Die Zeitzer, die sind immer so freundlich zu mir. Da ich selber zwei kleine Kinder habe, habe ich mich entschlossen, bitte buhen Sie mich jetzt nicht aus, kein Freibier auszugeben, sondern ich habe mich entschlossen, ein paar Euro für eine Schule, die hier um die Ecke ist, eine Grundschule zu spenden. Ich habe gedacht, das ist auch nicht ganz verkehrt. Und wenn es hier eh schon Freibier gibt und der Landrat auch noch eine Runde schmeißt, denke ich, ist das der richtige Weg. Lassen Sie uns ein bisschen feiern. Genießen Sie das schöne Wetter. Das ist toll hier in Zeitz. Ich bin immer wieder gerne hier und nicht zum letzten Mal, Leute. Herzlichen Dank.
Ich erinnere mich an die vorangegangenen Oktoberfeste. Das Wetter war nicht immer so gut wie heute. Und es war auch nicht so warm wie heute. Und deswegen freut mich das ganz besonders, dass das Oktoberfest hier zu einer festen Instanz geworden ist. Und ich habe mir vorhin sagen lassen, für den Abend gibt es schon keine freien Tische mehr. Die sind nämlich alle vorbestellt und belegt. Und ich denke, das zeigt, dass es enormen Zulauf hat. Das freut mich vor allen Dingen für die Zeitzerinnen und Zeitzer und all diejenigen, die aus nah und fern hier heute zum Fest gekommen sind. Und ich wünsche den Organisatoren von Next Event heute und auch in Zukunft immer ein glückliches Händchen bei der Organisation solcher Feste. Und ich würde sagen, jetzt sollten wir endlich zum gemütlichen Teil übergehen, nämlich dazu, dass das Freibad zum Zuge kommt. So, Herr Schulze, ich denke mal, jetzt kann das Ganze losgehen. Eins, zwei, drei. Einen wollte ich noch versuchen. Na, nicht so zaghaft, mal so ein bisschen noch. Jetzt ein. Das war's schon. Dann, liebe Gäste, dann kommen Sie bitte nach vorne. Der Landrat hat gespendet. Er gibt einen aus.